Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr ist in Fürth ein Feuer in einer Tiefgarage ausgebrochen. Dabei mussten 40 Anwohner einer Wohnanlage in der Alten Reuthstraße evakuiert und in einem VAG-Bus von Rettungskräften betreut werden. Eine 52-jährige Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung. 3 Autos wurden stark beschädigt, rund 30 weitere Fahrzeuge sind stark verrußt. Es entstanden auch Schäden an der Betondecke der Tiefgarage. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 100.000 Euro. Die Bewohner konnten nach ein paar Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.